Hast du die Wolken jetzt auch gerade live verschwinden gesehen? Cool, ne? Hat sich gerade einer für die Glückwünsche bedankt. Ja, ich krieg dort allerdings. Da hinten ist eine Wolke, guck mal, eine kleine. Eine UFO-Wolke. Komm her, bitte, da hinten ist die, da, über dem Baluda, über diesem Ford Fitter, da hinten ist die. Weiß ich, hab ich schon gesehen. Heute ist der internationale Warntag. Oh, habe ich ganz vergessen. Aber der ist schon vorbei eigentlich, oder? Nee, da kommt glaube ich gleich noch. Die Sirene wollte doch gerade gehen. Bleib bei mir, Mama, ich hab Angst. Ja, komm nicht mal. Die Sirene, das ist nicht normal, jetzt hast du eine Kriegssirene, ne? Mama. Ich hab Angst. Was geht dir hier Nein, vor? die üben da nur. Aber da wäre das schon längst in den letzten Tag gewesen. Am 8. Januar sollte doch die Übung stattgefunden haben. Ja, aber das war doch gerade eine. Am 8. Januar sollte doch. Warte mal, guck mal im Internet nach, bei der Sirenenprobe, bei der Warntag ist. Ich meine, im März bei R. Habt ihr das nicht mitgekriegt gehabt, weil ihr das mitgekriegt haben solltet? Ich wollte gerade da hinten bei der Ziegeleistraße, bei der Kirche da, bei der evangelischen Kirche, da rechts, links daneben ist doch die Feuerwehr da von der Ziegeleistraße, von der Ziegelei die Feuerwehr, da wollte gerade die Sirene losgehen. Oh Scheiße, werden wir jetzt von den Crimson Fortune aber angegriffen oder was? Kommt da mit über Kommt mächtige. jetzt im September. Kommt der Crimson Fortune Armor jetzt mit übermächtiger Godzilla oder riesige Größe wie beim Riese, der Crimson Fortune Armor und greift er jetzt uns jetzt an oder was? Oder weshalb ging jetzt gerade diese Rede, Mama? War das ein Fehlalarm, Mama? Ja. Ich hoffe es. Nicht, dass der Crimson Fortune Armor uns angreift, du mit richtige riesige Größe als Nein, Riese, kein meine ich jetzt, ne? Fehlalarm. Nicht, dass der Crimson Fortune Armor uns angreift, du uns angreift als Riese. Nein, das war zum Glück ein Fehlalarm. Die haben sich vertan, die Feuerwehr. Das kann auch eine Säge von der Baustelle gewesen sein, da hinten. Eine gute Nachricht, der Russlandkrieg mit Putin hat aufgehört. Putin hat endgültig versagt und aufgehört. Mittagsglocke geht jetzt. Da kommt jemand von der Dialyse wieder zurück. Montags und Donnerstags Dialyse. Am 12. September ist der Warntag. Von 2024. Ja. Einen Tag später als Claudia Mettmanns Geburtstag. Einen Tag später. Die Claudia Mettbach aus Luther, die Reiche, hat ja, Metten, die hat ja am 11. September, richtig? Einen Tag später. Guck, da kommen welche mit dem Taxi nach Hause. Komm her, Mama, schnell. Musst du angucken. Ey, da kommen welche von der Taxi nach Hause, von der LWL. Entweder bei Frau Peskitz da oben im Krankenhaus, Bechtle, oder bei Müller. Das ist ein Tagesklinik-Taxi. LWL-Klinik. Und wer ist jetzt eine LWL-Klinik gönnen? Entweder bei Frau Peskitz oder bei der. Entweder bei Müller, entweder ist die Klinik bei Müller oder bei. Warte, die bei Müller ist doch für Erwachsene, richtig? Aber Frau Peskitz, wer ist jetzt bei der Frau Peskitz eine Tagesklinik gönnen? Bei Krankenhaus Bechtle da oben. Wer ist das? Nein, wie kommt er doch? Mahlzeit. Schönes Wetter heute, was? Buh, Mahlzeit. Buh. Heute schönes Wetter. Das ist eine ältere Dame. Das scheint eine Reisende zu sein. Die hat Koffer. Warte mal, bleib mal hier. Hallo. Schönes Wetter heute, was? Ja. Du kannst uns mal gerne besuchen, du weißt ja, wo wir wohnen, ne? Sie wissen ja, ne? Ist ja richtig schön. Ja, die Sirene war viel erlaubt in der Ziegelleiter. Frag mal, was sie gesagt hat.
Schönen Tag noch. Schönen Tag noch wünsche ich Ihnen. Danke. Ja. Also die war ganz dick gekleidet, die war sehr krank, die Freude, die von Taxi kam. Also ich. Aber die kommt ja aus dem Haus, die weiß doch, wo wir wohnen. Die weiß, wer das ist. Ja, und die weiß doch, wo wir wohnen. Ja. Ne? Komm, die sind schon alle schlau hier, weißt du doch. Der einzige, der dämlich und dumm ist, ist Baros Una aus KBF aus Dortmund hier, ne? Ist der KBF aus Dortmund. Weil der hat uns alles kaputt gemacht mit den Leuten hier, die Freundschaften und so. Okay, wenn ich jetzt wieder hier links auf der linken Seite beim Lu stehe, geht gleich wieder diese Rede oder was? Filala. Es sind dann noch die Bären dran. Ja. Oh, das wusste ich gar nicht. Ich merke, ich krieg das aber nicht so dermaßen mit. Mama hat bei der Sonne ist so eine komische Wolke gehabt. Die sieht komisch aus. Komm mal schnell, guck mal, das musst du angucken. Geil. Die Sonne hat hier so eine Kreiserscheinung. Was ist das denn? Ich sehe in meinem Video bei der Sonne so eine zweidoppelige Kreiserscheinung. Was das ist, weiß ich nicht. Ist da ein Geist in der Sonne oder was? Ich denke, du willst draußen auf mich aufpassen, Mama. Hier, die Wolke, guck mal schnell. Bei Walu bist du hier, geht das eine Wolke. Aber guck mal, ich habe jetzt bei der Sonne so zwei Kreiserscheinungen. Da, guck mal, was ist das? Eine Spiegelung oder was? In der Kamera? Ja. Bei der Sonne ist auch so eine komische Krankenwolke. Hier, bei der Beste Schür sind die ganzen Wolken da hinten. Guck mal, beim Flugplatz. Nee, du guckst jetzt mal nach Post, bitte. Doch, die ist schon durch. Ich habe die heute Morgen gehört. Tür zu knallen gehört, nennt sich das. Hör mal, bei sowas im Winter bei so live zu erleben, selten blauen Himmel. Hab bei was immer Dezember gehabt, blauen Himmel, aber Januar war die Wahrscheinlichkeit nicht so hoch. Letzte Jahre. Jetzt habe ich was dickes, helles drauf. Scheiße, die Sonne ist das Flugzeug nicht gut drauf gekriegt. Airbus fliegt da oben. Oh, Ross ist ja noch Frost. Ja, die Wiese ist ja doch gefroren. Ja, hier die Wiese ist noch vollkommen gefrostet. Hier die wieder Rasen. Ah, Foto von Dauerfrost. Einfach cool. Das war hier bei blauem Himmel alles live erlebt. Eine Dauerfrostrasen. Eine Dauergrau nennt sich das jetzt Morgengrau. Ja, das ist aber auch Morgengrau.